Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und wie versprochen, geht es jetzt mit der Innenwand los. Und zwar mit dieser da. Hat ja nicht unbedingt spezielle Gründe. Es ist erstmal die einfachste Wand, es ist kein Fenster drin und es wird die Sichtwand, eine Steinsichtwand. Also ich werde da nichts verputzen, sondern einfach die Steine sichtbar lassen, wie sie sind. Das heißt, ich muss das natürlich auch jetzt mal ja, ein bisschen besser machen. Nicht wie bei meinem Fenstersturz an der Außenfassade, das sah nicht so schön aus. Ja, also deswegen werde ich auch die schönsten Steine zuerst verbrauchen und ja, dann kann ich dann halt den ganzen Rest so nach hinten zu den anderen Wänden dann verbrauchen. Genau. So, als allererstes haben wir aber noch folgendes Problem, denn hier, diese Wand, die habe ich ja neu gemacht. So, da habe ich überall Wandanker mit rein gemauert, also Hohlschichtanker, glaube ich, nennt man die, weil hier kommt ja eine Hohlschicht zwischen für die Isolierung und damit die beiden Wände miteinander verbunden sind. So, das kriege ich hier jetzt ja natürlich nicht mehr hin, weil die Wand, die ist ja schon fertig. Ja, deswegen habe ich hier ganz viele lustige kleine Kreuze an der Wand schon mal gemacht. Ja, da bohre ich gleich ein paar Löcher und dann kommen da ganz lange Schrauben rein, die ich damit einmauern werde. Ich habe jetzt einen speziellen Abstand gemacht. Ich werde das jetzt sowieso insgesamt ein bisschen anders machen. Also auf der Baustelle haben mich die Maurer schon ein bisschen beliebäugelt, wie ich die Außenwand gemacht habe. Letztendlich, es hat funktioniert, aber ja, es geht anders. ja, schöne Grüße nochmal an dich, Emre und Jonas. Ja, auf jeden Fall werde ich die Fuge auch relativ groß wählen, deswegen habe ich die Kreuze auch in einem ganz bestimmten Abstand drin, dass ich immer genau die Fuge von der Steinwand dann treffe, also von der, die ich jetzt hochmauere. Und gleichzeitig soll das auch noch die Isolierung mithalten, aber das werdet ihr gleich sehen. Jo, ein halbes Jahr später und ich mache endlich weiter. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe unten angefangen. Da sieht man auch, ich wollte erst versuchen, das als Sichtmauer zu lassen. Ist
nicht so gut geworden, wie ich das wollte. Ich weiß jetzt allmählich, was ich besser machen muss, damit das schöner aussieht. Ich hab mich jetzt dazu entschlossen, diese Wand auch zu verputzen und stattdessen die Wand, die Mittelwand, die in der Mitte reinkommt, die als Sichtwand zu lassen. Das hat zwei Gründe. Einmal, ich habe es da unten jetzt schon versaut. Man wird es noch wieder hinkriegen, aber ja, es ist mir prinzipiell egal. Ich will einfach nur eine Wand als Kontrast haben. Welche es am Ende ist, ist mir eigentlich relativ egal. So, deswegen sieht man auch, habe ich jetzt mit anderen alten Steinen wieder angefangen. Das sind die Steine, die aus dem Loch rausgekommen sind und aus dem Loch. Ja, und da habe ich dann natürlich nicht mehr so drauf geachtet, weil wird ja eh verputzt. Ja, ansonsten hier die Anker, die ich da reingesetzt habe. Das sind ja, wie gesagt, Schrauben, wo ich die Köpfe abgeflext habe. Die habe ich dann vorne immer einmal mit einer Zange eben kurz umgebogen, dass die als Anker auch funktionieren. Ja, so immer, wenn ich dann eine Reihe erreicht habe, dann mache ich mir die genau passend. Ja, ansonsten hier eben zwei Bretter, einmal links, einmal rechts. Und dann mit einer Schnur arbeite ich jetzt hier. Geht dann doch deutlich einfacher, als ja, wie ich die Außenwände gemacht habe. Wird auf jeden Fall auch noch deutlich gerader. Ja, ich würde sagen, das mauere ich jetzt noch mal weiter bis nach oben hin und dann jo, sehen wir uns gleich wieder. Jo, die Wand, die habe ich dann fast fertig. Ja, fehlen noch ungefähr 70 cm. Ich wollte noch eben kurz auf drei Sachen eingehen. Ja, einmal, was ich bei den Außenwänden ja, falsch gemacht habe. Ich habe mir das im Internet nachgelesen, was man am besten für eine Mischung nimmt. Und da hieß es immer eine Schaufel Kalk, eine Schaufel Zement, sechs Schaufeln Sand. Genau. Auf jeden Fall, das war so eine blöde Mischung. Erstmal ist das viel zu viel Zement und das merkt man auch, dass wenn man immer höher mauert, dass das richtig auswässert. Das ist eigentlich Blödsinn. Das kann man vielleicht machen, ich sag mal, bei, weiß ich nicht, bei Außenmauern, wo man lieber weniger Kalk haben will, aber es ist auch Blödsinn. Außenputz könnte ich mir vorstellen. Außenputz, dass da nicht so viel Kalk drin ist, sondern eher Zement, dass er witterungsbeständiger ist. Aber zu Mauern. Ja, da hatten mir die Maurer auf der Baustelle gesagt, eine Schaufel Zement, dann drei Schaufeln Kalk drauf und darauf dann 16 Schaufeln Sand. Ja, und da muss ich auch sagen, das geht viel besser zu verarbeiten. Der Mörtel, der wässert nicht mehr aus. Ja, dann, wie flüssig macht man das Ganze? Ich habe den jetzt etwas zu flüssig gemacht. Also eigentlich sagt man immer so, dass man das ja am besten an der Kelle klebt. Ja, wenn ich ein bisschen dran mache, klebt das schon gut dran. Leicht zu flüssig hat einen bestimmten Grund. Und zwar, das sind ja Lochsteine. So, und ich arbeite hiermit mit Überschuss. Das heißt, ich hau mir eine richtige dicke Bahn rauf, drück die Steine dann runter und kratze das dann einmal bündig ab. So, weil hier kommt das ja nicht auf Optik an, weil es ja eh später noch verputzt wird. Wenn ich dann die Innenwand mache, das soll ja die Sichtmauer sein, dann muss ich ja mit, ja nicht mit Mörtelunterschuss, aber es darf halt nicht rausquetschen und muss am besten auch noch ja, so 1 cm Fuge freilassen. So, das heißt, man will den auch ein bisschen fester machen, weil das weniger Auflagefläche hat. So viel dazu. Dann habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt, was ich hier für eine Isolierung genommen habe. Erstmal, prinzipiell muss man sagen, so wie ich das hier mache, ist das theoretisch falsch, aber auch richtig. Kommt drauf an, wie man es sieht. Also das hier sind ja in der Theorie Außenwände, sind aber innerhalb des Gebäudes. Das bedeutet, das kann man als Innenwand sehen. Also die Wände, die sind alle sehr trocken. Hier kommt keine Feuchtigkeit dran. Das zum Beispiel ist ja einmal eine Außenwand und eine Innenwand. Ich bin ja bereits an der Innenwand dran und dazwischen ist eine Hohlschicht. Das ist hinter dieser Wand genauso. Deswegen setze ich die
wie, wie heißt die nochmal hier, Trockenbauwände einfach. Das, die füllt man auch einfach bündig mit Isolierung auf. Normalerweise lässt man zu einer Außenwand hier auch nochmal eine Hohlschicht von, was sind das, 4 Zentimeter, 3, 4, 5 Zentimeter sowas. Das ist natürlich eine Isolierung, die kostenlos ist. Ja, nicht so gut wie richtige Isolierung, aber auch eine Hohlschicht ist für Wärmeübergang ein Hindernis. So, ich habe das jetzt auf jeden Fall hier weggelassen, weil ich jeden Zentimeter hier nutzen will. Ich mache mir sonst, ja, okay, sind ein paar Zentimeter, aber trotzdem ist, ich finde, ich glaube, das macht wenig Sinn, weil hier hinter ist ja eine Wand und dahinter ist nochmal ein Hohlraum und dahinter ist noch eine Wand. So, deswegen passt das. So, ich habe hier 6 cm Isolierung vor. Hat jetzt keinen bestimmten Grund, warum ich 6 cm genommen habe. Ich hatte sie rumliegen, war mal umsonst auf einer Baustelle. Also noch zu Zeiten, als das in den Müll geschmissen wurde, bevor es zurückgeschrieben wird, weil das Zurückschreiben lassen und der Abtransport ist war teurer, als das einfach in einen Container zu schmeißen. Aber es ist auf Baustellen immer so, da wird ein ganz kleiner Container hingestellt und das passt offensichtlich da alles gar nicht rein. Aber komischerweise passt es am Ende doch immer rein, weil sich dann natürlich alle daran bedienen. So, die Decke, die habe ich genauso auch von da mit dem Kram isoliert. Das waren ja 120 mm. Ja, und ich glaube, das passt ganz gut zueinander. Also, ist natürlich nicht KfW 40 Plus Standard, aber es wird auf jeden Fall ausreichen. Wichtiger ist hierbei, an die Qualität zu denken als an die Quantität. Das bedeutet, man muss lieber alles perfekt machen, bevor man sich überlegt, dickere Isolierung zu nehmen. Auch sowas hier, zum Beispiel die Wände mit Ytong entkuppeln, dass man da keinen Wärmeübergang zur kalten Decke hat. So, weil wenn ich das zum Beispiel nicht machen würde, wäre es schon im unteren Bereich, völlig egal wie viel Isolierung dahinter ist, es wird immer kalt. Ja, das bringt die Isolierung nichts mehr, das meine ich. So, hier unten kommen dann 4 cm Styrodur rauf. Ich glaube, dann ist das, passt das im Ganzen schon. Weil jetzt muss man auch noch sagen, wenn ich jetzt noch dickere Isolierung nehmen würde, bringt das sowieso fast nichts, weil das alte Fenster ist zwar doppelt verglast, aber die haben nicht so, so gute Isolierwerte. Das heißt, das ist sowieso mein begrenzender Faktor. Es macht keinen Sinn, hier noch unnötig Geld zu investieren in andere Isolierung. Ich habe davon keinen Vorteil. So, genau. Und Steine. So, ich habe natürlich jetzt unten richtig gute Steine bereits verbraten, weil ja das eigentlich die, hatte ich ja gesagt, das sollte ja eigentlich die Sichtwand werden. Jetzt habe ich mich ja dazu umentschieden, dass die Wand, die mitten im Raum ist, die Sichtwand wird. Ich hoffe, ich habe genug. Ich habe immer die Steine, die sortiere ich immer gleich raus. Hier sind, ich weiß nicht, was das für eine Produktion ist. Also, das kann ja nicht mal B-Ware sein. Das muss ja irgendwie schon C- oder Abfallware sein. Ja, davon habe ich nämlich ganz, ganz viele. Die verbaue ich natürlich hier. So, meistens ist das die Rückseite. Die Rückseite hat diese komischen Ausbuchtungen normalerweise nicht, aber hat so eine geriffelte Oberfläche. Dahinter sehen die dann aber auch so aus. Also ich habe natürlich immer die bessere Seite oder die geradere Seite nach vorne gepackt. So, hier sind auch mal wieder Steine. Der hat das dann auch auf beiden Seiten. Da habe ich mal die schönere Seite genommen. Da auch. So, die verballere ich natürlich alle in die Wände, die eh verputzt werden. Da ist mir das ja scheißegal. Und super Vorteil, dadurch, dass ich endlich ein Fenster habe, kann ich hier mit einer Palette einfach vorfahren. Ich habe ja vorher die Außenwände, ich habe die ganzen Steine mit einer Schiebkarre hier einzeln von draußen reingeholt. Das war auch immer eine Plackerei. Ja, das geht natürlich deutlich einfacher. Einfach mit dem Trecker hier vorfahren, kannst du so aus dem Fenster rausnehmen. Das ist echt super. So, genau. Ich mache die Wand eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Halt, eine Sache noch. Ich hatte die Außenwände nur mit einer Wasserwaage gemacht, weil ich keine Möglichkeit hatte, irgendwo eine Schnur festzumachen. Ich hatte auch keinen Bock, hier erst so eine halbe Konstruktion dafür hinzubauen. Das habe ich ja dieses Mal hier gemacht. Und ja, Schnur ist klar, geht natürlich deutlich einfacher. Aber was ich vorher nicht hatte, das habe ich mir erst auf der Baustelle abgeguckt. Und würde ich nicht auf einer Baustelle arbeiten, hätte ich das auch so jetzt nicht gewusst, dass es das gibt. Diese Klemmsteine, da wickelt man die Schnur einmal drum herum und dann kann man die einfach eben zack einen weiter oben setzen.
Ich habe mir hier schon überall Striche hingemacht für die einzelnen Reihen. Ja, das geht auf jeden Fall deutlich einfacher. Ja, wenn ihr die auch noch nicht kennt, diese Klemmsteine, die man einfach dann dahinter klemmen kann. Ich verlinke die unten in der Videobeschreibung und ja, genau. Da habt ihr es auch mal gesehen. Die Wand ist damit soweit fertig. Außer, ja, da oben fehlt noch ein bisschen was, da ist mir die Mischung ausgegangen. Jo, dann habe ich hier schon mal isoliert. Fange ich hier gleich an zu mauern. Hier das Fenster, das habe ich noch einmal sauber abgeklebt. Einmal, damit natürlich kein Wind hier durchpfeifen kann, dass das richtig schön dicht ist. Und zum anderen, dass man eine Feuchtigkeitssperre hat. Also das sind ja die Außenwände, beziehungsweise das ist dann ja die Mittelwand. Das ist die Außenwand. Aber hier kann ja trotzdem Feuchtigkeit rüberkommen. So, wenn, ja, also hier die Innenwand, die hat natürlich theoretisch keinen Kontakt zur Außenwand, außer über die Isolierung. Dadurch, dass ich natürlich jetzt keinen Hohlraum hier zwischen habe, könnte das passieren. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, das sind ja die Innenwände und die sind ja eigentlich trocken. Deswegen geht das wohl. So, aber trotzdem zur Außenwand hin, man muss hier noch anarbeiten und dann hat man wieder eine Verbindung zur Innenwand, damit man einmal keine Wärmebrücke ist das natürlich jetzt nicht. Also das muss dann noch abisoliert werden. Entweder mauert man dann die Innenkante mit, mit Porenbeton, so, mit Gasbeton. Oder, ja, ich habe das dann vor, mit Styrodur noch irgendwie anzuarbeiten, aber das sehe ich dann. So, genau. Da ich aber natürlich jetzt schon beim letzten Mal gemerkt habe, wie lange so ein Sturz braucht zum Aushärten. Ich muss ja hier noch einmal 3 Meter komplett rüberkommen bis zur anderen Seite. Also 2,60 Meter ist das Loch und dann ja 20 Zentimeter auf jeder Seite. Ich plane jetzt so 3 Meter. Ja, da habe ich mir jetzt hier einmal einen Kasten aus alten Holzplatten gemacht. Und den werde ich dann, also jetzt sind genau ein Stein breit und 9 cm hoch. Und den habe ich jetzt von innen mit Öl eingestrichen. Das hat folgenden Hintergrund, und zwar damit der Estrichbeton nicht an dem Holz dran klebt. Also das macht man bei Schalungsbrettern auch so. Ich will mal gucken, ob das hier auch gut funktioniert. Jo, da kommt dann Estrich rein, das habe ich schon mal angerührt. Und ich habe mir, also ich hätte 1,50 Meter Bewährungseisen gehabt. Da habe ich jetzt mal 2 zusammengeschweißt. Ja, da kommen dann 3 Stück rein, 2 unten, weil unten ist ja die Zugkraft und oben ist, also unten ist Zug drauf, da muss man mehr bewähren und oben ist Druck drauf, da ist Beton gar nicht mal so anfällig. Also die beiden immer relativ weit nach unten setzen, die nehmen dann die ganze Last auf und ja, oben ist fürs schlechte Gewissen nochmal. Ja, genau, den mache ich mal eben voll und dann kann der nämlich schön aushärten. Bis ich dann irgendwann hochgemauert habe. Ich muss mal gucken, wenn er dann noch nicht ganz hart ist, dann ich kann ihn ja oben die letzte Steinreihe erstmal fehlen lassen. Das kommt ja gar nicht mehr so drauf an. So, wir haben jetzt 2 Tage später und ja, dem gebe ich noch ein bisschen zum Aushärten. Also hart ist er schon, aber er muss halt richtig, richtig abbinden. Auch auf jeden Fall erstmal ein paar Tage ruhig feucht stehen lassen, bevor man ihn aus dem Kasten rauszieht und dann am besten trotzdem noch ein paar Tage zum Trocknen Zeit geben. Ja, ich würde sagen, ich beende auch das Video hier jetzt erstmal. Ja, ich habe hier jetzt so weit hochgemauert. Ich werde hier jetzt erstmal stoppen, weil ich als nächstes die Fensterbank einsetzen muss. Da mache ich nochmal ein Video zu. Und ja, ansonsten ist es ja immer das Gleiche. Ich ziehe jetzt die Wand hoch, dann die Wand. Und bei der Wand in der Mitte, ja, da werde ich euch nochmal einmal mitnehmen. Ich hoffe, dass die Steine ausreichen. Also nicht die Menge der Steine, sondern die Menge der guten Steine. Ja, die habe ich hier mal raussortiert. Ich habe... Ah, sieht man das überhaupt? Draußen ist es schon dunkel. Ja, da habe ich Trecker mit der Palette vorm Fenster.
Ja, ich habe vier unterschiedliche Steinsorten. Ja, und da sortiere ich mir natürlich jetzt immer die besten Steine raus. Ich habe jetzt hier schon 150 stehen. Auf der Palette draußen habe ich nochmal 140 Stück. Aber ich brauche insgesamt 530 Stück für diese Wand. Ich hoffe, dass die aus den letzten zwei Paletten noch rauskommen. Könnte knapp werden. Ansonsten müsste ich halt noch ein bisschen pfuschen. Und zwar hier kommt ja die Küche hin, dass ich ja hinter der Küchenzeile vielleicht noch andere Steine reinsetze, die man dann eh nicht sieht. Ja, gut, das wird sich dann zeigen, ob ich da ausreichend habe. Ja, so, ansonsten für dieses Video würde ich vielleicht noch einmal kurz sagen, also diese, ne, diese, ich weiß nicht, wie heißen die? Maurer, Schnur, Klötze, die werde ich auf jeden Fall unten nochmal verlinken. Echt eine super Arbeitserleichterung. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ich mische mir ja immer ja, ungefähr so einen Maurerkübel an, da sind immer vier Eimer mit Mischung drin. Es lohnt sich für mich wirklich nicht dafür, die Mischmaschine dreckig zu machen. Deswegen mache ich das immer ja, mit so einem Mörtelrührer. Und ich bin echt froh, dass ich den mit zwei Rührern genommen habe. Also der geht deutlich besser als einer mit nur einem Rührer, gerade für solche relativ, ja, relativ schweren Sachen. Also wenn man so einen ganzen Maurertuppen voll macht. Wie gesagt, es lohnt sich nicht, die Mischmaschine irgendwie dafür dreckig zu machen. Das finde ich echt super. Ich werde den auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch das auch nochmal angucken, wenn ihr möchtet. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich mauere hier noch weiter. Das ja, wird sonst auch nicht zu langweilig. Es ist halt einfach nur mauern und mauern und mauern, bis man irgendwann fertig ist. Ah, eine Sache noch. Fällt mir gerade ein, wo ich das hier sehe. Immer schön Lochbanden mit reinsetzen, damit man die Wände damit anschließen kann. Ich habe das jetzt hier auch mehrfach gemacht. Hier sieht man ein, da noch ein. Allerdings ist das in dieser Ecke, das ist die einzige Ecke, die ein bisschen blöd ist, weil ich nämlich hier auf dem Balken drauf laufe und von mit der Wand auch auf dem Balken drauf laufe. Da werde ich wahrscheinlich hier später den Putz noch einmal mit diesem Gewebegitter noch einmal bewehren lassen, damit der nicht einreißt. Ja, genau. So, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann bei der Fensterbank wieder. Gerne einen Daumen da lassen, abonnieren und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.